Jetzt im Frühjahr ist das Wetter wieder richtig schön hell, die Sonne scheint, aber es ist manchmal noch ganz schön kalt. Das Beste, was man da machen kann, ist sich in den Sessel zu setzen und ein gutes Buch zu lesen. Ja, was haben wir denn da? Lirum Larum, ein Kinderbuch. Ob das was für meine Kinder ist? Schauen wir es uns doch mal an. Also es schaut ja schon mal sehr hübsch aus, das Buch. Lirum Larum heißt es. Und es ist verfasst von Adolf Holst und illustriert von Ernst Kutzer. Die beiden haben vor allem in den 1920er Jahren viele Kinderbücher gemeinsam rausgebracht. Das hier ist aber ihr erstes gemeinsames Werk. Das ist von 1913 und es ist erschienen im Enslin und Leiblin Verlag. Und weil das ein Reutlinger Verlag ist, haben wir es im Heimatmuseum Reutlingen in unserer Sammlung. Ja, dann schauen wir doch mal rein. Ah, da sehen wir gleich auf der ersten Seite eine wunderbare Zeichnung von einer Bühne mit allerlei lustigen Gestalten, die offenbar im Buch eine Rolle spielen werden. Vor der Bühne stehen schon ganz gespannt und fröhlich die Kinder, für die das Buch gemacht ist. Und da in den Seitenlogen stehen ein paar erwachsene, wohlgekleidete, bürgerliche Herren. Das geschulte Auge erkennt hier links den Autoren Adolf Holst und den Illustrator Ernst Kutzer. Und in der rechten Loge die damaligen Inhaber des Verlags, Karl und Hugo Hebsacker. Blättern wir noch mal ein paar Seiten weiter. Ah, da ist noch so eine schöne Zeichnung. Die Ankunft des Frühlings, wunderbar. Und da steht da der Frühling, als umjubelter Jüngling in einem seidenen Gewand, in der grünen Natur. Ach, und da im Hintergrund macht sich Väterchen Frost vom Acker. Endlich ist der Winter weg, es wird warm. Das Ganze ist für damalige Vorstellungen kindgemäß gezeichnet, mit klarer Linienführung und satten, flächigen Farben. Man erkennt ein bisschen den Einschlag des Jugendstils. Das Ganze erinnert auch leicht an die Wurzelkinder von Sibylle von Olfers aus dem Jahr 1906. Es ist sicher kein Zufall, so sollten eben damals Kinderbücher aussehen. Ja, nicht alle Seiten enthalten so schöne farbige Zeichnungen. Es gibt dann hier auch Seiten, auf denen einfach mehr Text steht. Da gibt es dann schon auch kleine Zeichnungen, aber hauptsächlich Text und Gedichte, wie zum Beispiel hier über das Hummelchen oder auf weiter Fahrt. Da geht es um ein Baby, das mit einem Storch durch die Gegend reist. Oder ja, hier ein Gedicht über den ersten Schulgang. Das ist dann wieder mit einer schönen farbigen Zeichnung garniert. Schwieriger Fall. Eine Puppe ist offensichtlich krank. Die feine Familie, der Storchenbrunnen, also offensichtlich gibt es ganz viele bunte Themen in diesem Kinderbuch. Und, aha, der Soldat. Ich bin Soldat und kann exerzieren, mit Säbel und Flinte nach Frankreich marschieren. Brumm, pum, pum, pum. Und die Trommel geht um. Lieb Mütterlein still, nun hat's keine Not. Und sind's 100.000, wir schießen sie tot. Piff, paff, bum, bum, gleich fallen sie um. Ein kreuzbraver Soldat, der fürchtet sich nie. Und der Kaiser, der führt unsere Leibkompanie. Trari, trara, und wir rufen Hurra. Und wenn in der Schlacht gefallen ich bin, drei Salven, die schießen sie über mich hin. Pum, 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 und die Trommel geht um. Ja, das sind jetzt nicht unbedingt die Werte, die ich meinen Kindern vermitteln möchte. Zum Vorlesen würde ich das jedenfalls nicht empfehlen. Ja, und ganz klar, für jemanden, der sich für Geschichte interessiert, ist das hier natürlich ein ganz spannendes Zeitzeugnis. Wir sehen hier quasi aus erster Hand, wie sich 1913, also kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wie hier eben solche martialischen und militärischen Werte in die kindgemäße Erziehung eingeflossen sind. Ja, das heißt, wir haben dann ganz selbstverständlich neben so Geschichten über den Frühling, über den ersten Schultag oder lustigen Tiergedichten dann eben plötzlich solche soldatischen Tugenden, die da eben dann mitvermittelt worden sind. Ja, und das ist natürlich auch gerade das Spannende an solchen alten Büchern, denn sie erlauben uns einen Blick in die damalige Gesellschaft. Und gerade der Enslin und Leiblin Verlag war ja auch auf eine ganz breite Volksliteratur angelegt. Das heißt, wir haben hier keine hochtheoretischen Schriften, die sowieso nur von einer kleinen Bildungselite gelesen worden sind, sondern es handelt sich hier schon um Bücher und um Schriften, die weit im Bürgertum verbreitet waren damals. Naja, und da findet man dann eben neben Märchen, Liebesromanen,
und dergleichen Bücher über die deutsche Kriegsmarine, über tapfere Soldaten und Abenteuer in den Kolonien und solche Themen. Ja, und daraus kann man dann eben auch ablesen, wie weit verbreitet und wie präsent solche Themen eben damals in der deutschen Öffentlichkeit waren. Ja, also ich finde es ja immer wieder total spannend, wie vielschichtig solche zunächst eher unscheinbaren Objekte dann aber am Ende doch sein können. Ja, das Buch ist jetzt im März in unserer Wechselvitrine im dritten Obergeschoss ausgestellt. Kommt doch gerne mal vorbei und schaut es euch an. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns doch gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und vor allem, ganz wichtig, teilt dieses Video auch. Damit helft ihr uns ganz besonders. Und wenn ihr Fragen oder irgendwelche Anmerkungen habt, schickt uns eine Nachricht oder schreibt es doch einfach in die Kommentare. Ja, dann bleibt mir nur noch, euch einen schönen Frühling zu wünschen. Bis zum nächsten Mal und vielleicht sehen wir uns ja mal im Museum. Tschüss!